Hallo, herzlich willkommen zu Konradin Industrie TV. Hier neben mir steht Siegfried Müller, Inhaber und Geschäftsführer von MB Connect Line. MB Connect Line, auch auf der SBS, IPC Drives, vertreten. Welche Neuheiten bekommt denn der Besucher bei Ihnen zu sehen? MB Connect Line ist der Hersteller für Fernwartungssysteme. Wir haben dieses Jahr unsere ganze Innovationskraft in unsere neue Portallösung gepackt. Hiermit wird es wesentlich einfacher für den Kunden Datenmonitoring, Datenmanagement zu machen. Neben der klassischen Fernwartung haben wir Systemtemplates implementiert fürs Datenmonitoring. Wir haben ein Berichtswesen eingebunden in unser System. Dazu kommen noch verschiedene Security-Aspekte, wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, und somit ist das ein rundum sorglos Paket für Maschinenanlagenbauer, um eine klassische Fernwartung zu machen und natürlich, um auch in der Zukunft Daten zu sammeln. Wie würden Sie kurz so den Nutzen für den Anwender dieses rundum sorglos Pakets zusammenfassen? Ja, der Nutzen wird für die Zukunft immer interessanter in Richtung Datenmanagement. Wir sprechen ja auch immer neben Industrie 4.0, Big Data. Das heißt, was mache ich mit den ganzen Daten? Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, hier Lösungen für den Kunden anzubieten, um aus den Daten Analysen machen zu können, um Optimierungen darzustellen. Also letztendlich, um die ganze Palette durchzuziehen. Das Thema Datenanalyse, man hat mittlerweile immer mehr Daten zur Verfügung, insofern ist natürlich wichtig, auch die zu analysieren. Sehen Sie das als einen Trend zurzeit? Ja, ich denke, jeder spricht von Daten sammeln, aber letztendlich muss man sich auch darüber Gedanken machen, was mache ich mit den Daten. Man braucht immer jemanden, der sie analysiert. Das sind die Entwicklungen, die für uns in der Zukunft, in den nächsten Jahren auf dem Programm stehen, intelligente Datenauswertungsmodule zu schaffen, die es für die sogenannte vorausschauende Wartung, also Predictive Maintenance, es einfacher machen und natürlich auch den Mehrwert sowohl für den Endkunden als auch für den Maschinenbauer oder Anlagenbauer bringt. Grundsätzlich, wo sehen Sie zurzeit die Trends und so im Markt? Der Trend, den wir jetzt sehen aus der Fernwartungstechnik, ist, dass Fernwartung ist Standard. Wir sehen einen Trend dahingehend, dass sich viele Endkunden, also die Betreiber, darum bemühen, sichere Lösungen einzubinden, und somit geht es nicht mehr darum, was liefert der Maschinenbauer an Fernwartung, sondern was bietet der Endkunde an für den Maschinenbauer, um den Fernwartungszugang zu bieten. Das ist ein klarer Trend, den wir sehen. Auch unter dem Aspekt der Daten, wo sind die Daten? Da haben wir jetzt ein neues Produkt auf dem Markt, dass wir die sogenannte Serverlösung als VMware-Lösung anbieten. Somit bleiben die Daten im Haus. Sie hatten auch die Security-Funktion angesprochen schon zum Beginn. Wo ist da aus Ihrer Sicht so zurzeit der Stand der Technik? Durchaus ausbaufähig. Aktuelle Umfragen zeigen, dass man sich doch mit Daten und mit der Security beschäftigt, aber es fehlt auch noch die Sensibilisierung. Wir haben unser Produkt auch über einen BSI-zertifizierten Dienstleister testieren lassen, um letztendlich auch für den Kunden zu zeigen, ja, wir sind sicher, wir tun alles dafür. Wichtig in dem Punkt ist aber, dass die Anwender mitziehen. Das heißt also, die hundertprozentige Lösung wird es nie geben. Der Anwender muss mitgehen, und somit ist es unsere Aufgabe, auch ein Stück weit in der Zukunft die Anwender zu sensibilisieren, Security im Haus zu leben. Das heißt aber auch, dass beim Thema Security die Technik gar nicht so sehr im Moment das Problem ist, sondern tatsächlich der Mensch sozusagen, die Sensibilisierung der Anwender. Ja, die Technik muss richtig eingesetzt werden, das ist das Wichtige, es muss richtig konfiguriert werden. Und wenn man die Cyberattacks der letzten Monate sogar betrachtet, sind es doch immer wieder Einfallstore, die durch Menschen reingebracht wurden. Ja. Und aktuell, wenn man hört von Symantec, ein Virus bleibt vor Monaten noch 200 Tage unentdeckt, mittlerweile sind wir bei 265 Tage unentdeckt. Das heißt, der Trend geht nach oben. Gutes Stichwort, wenn wir ganz kurz noch in die nähere Zukunft blicken, wo entwickelt sich so der Markt hin? Der Markt entwickelt sich dahin, dass wir klar auch hier auf dem Bereich Security was bieten müssen. Ich sehe Geschäftsmodelle für Maschinenanlagenbauer, für das Thema Daten, Pay-per-Use. Das heißt also, für uns aus dem Bereich der Fernwartung erweitert sich das Portfolio in Richtung Datenmonitoring und für den Kunden, der unsere Systeme nutzt, neue Geschäftsmodelle für Service, Wartung, Instandhaltung und natürlich auch das Thema Pay-per-Use. Also neue Geschäftsmodelle, die sich in Zukunft auftun. Das ist ein schönes Schlusswort, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dankeschön. Ja.